Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir schauen uns das nächste Level an. Da ist auch noch einer. Der ist jetzt auch schon Geschichte. Hier ist nix. Da ist noch was. Oh. Den habe ich übersehen. Also fast. Raketen, lecker Raketen. Blaue Tür haben wir schon mal. Also gesehen zumindest. Dem Gerechel nach hier läuft hier noch einiges durch die Gegend. Hier geht's weiter. Hier ist... oh, ein... weiß nicht. Irgendwas ist gerade passiert. Keine Ahnung was. Hier geht's rauf und runter. Rauf und zu. Hier waren wir ja gerade eben. Also viel Auswahl haben wir jetzt eigentlich nicht. Ah, der blaue Schlüssel, den haben wir frei. Freigeschaltet. So. Und natürlich, wie kann es anders sein? Ich finde einfach, dass auf einen groben Klotz ein grober Keil gehört. Also das war jetzt irgendwie unschön, oder? Naja. Gucken wir mal, was hier passiert. Hier können wir noch nicht rein. Der Mitarbeiter des Monats. Also, in einer gewissen Entfernung betrachtet, oder aus einer gewissen Entfernung betrachtet, sieht der eigentlich ganz gut aus. Aber wenn man jetzt näher rangeht, naja, gut. Da ziemlicher Pixelbrei. Okay, rechts war nix. Was kommen wir links? Links ist was. Aber nicht mehr lange. Es gewittert übrigens die ganze Zeit. Schon. Und noch einer. Oh. So, der ist schon mal Geschichte. Ist hier noch was oben? Macho-Pampe. Wollte gerade fragen, ob ich überhaupt erwische, aber dem Geräusch nach tut es ja doch was. So, das reicht jetzt auch. Tut's auch tatsächlich. Na, fast. Aber noch einer. Gut, den einen kriegen wir auch noch. Können ja schon fast ein bisschen leid tun, ne? Wo sind die eigentlich? Wo kommen die eigentlich her? Sind genau dort. Dann auf der anderen Seite zu sehen. Von der anderen Seite aus. Na gut, vielleicht kommen wir da irgendwie nochmal hin. Den darf ich mal ausmachen, freundlicherweise. Ist aus. Hier ist nichts mehr zu holen für uns. Außer Munition. Das hier? Ah! Es bewegt sich. Und? Raketen können wir ganz gut gebrauchen. Ah! Ah, ein kleiner... So, der junge Mann hier vorne. Nee, das ist besser. Okay. 145, das ist ja eigentlich ganz gut. Ja. Dann geht's weiter. Ding, 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 ding. Was ist hier? Hier sind erst einmal Munitions- oder eine Munitionskiste für Raketen. Hier ist ein blauer Punkt. Mal rechts rein. Ja.
aufgehen. Hierfür brauchen wir den gelben Schlüssel. Für den Schalter brauchen wir keinen gelben Schlüssel. Hab ich da gerade einen Mankubus gesehen? Ich habe einen Mankubus gesehen. Boah! Ja, hallo? Oh. Und was passiert jetzt? Ah! Da ist ein gelber Schlüssel. Und wir sind gerade durch die Eingeweide eines Mankubus. Eines Mankubus gewartet. Den gelben Schlüssel haben wir. Jetzt weiß ich allerdings absolut nicht mehr, wie wir da hinkommen. Zu dieser gelben Tür, wo wir eben waren. Kann das hier gewesen sein? Doch, ich glaube ja. Ich würde mich auch mal fragen, wie man zu den schönen blauen Punkten hinkommt. War das hier mit der gelben Tür? Nö. Hier vielleicht? Ja! Oh. Gut, das hätte jetzt vielleicht nicht notgetan. Naja. Okay. Das sieht aus wie ein Geheimgang. Wo kommt der denn her? Der Geheimgang? Kommen wir da hin? Mal gucken wir mal. Vielleicht kommen wir da ja hin. Also wenn. Wenn von hier. Oder kann man da auf diese Balustrade raufgehen? Ich hänge hier schon wieder fest. Ne, das geht nicht. Nee. Okay. Ja. Da war jetzt eigentlich gar nichts. Na denn. So. Und alle Schädel fliegen hoch. Ah, hier ist es. Hier waren ja die Großen, die jetzt auch nichts mehr zu sagen haben. Ich weiß nicht, kommen wir hier eigentlich irgendwie hin? Theoretisch ja. Wir haben jetzt da den roten Schlüssel. Die rote Tür ist da vorne, wie ich gerade sehe. Und oh, hier ist noch ein Geheimnis. Ja. Naja, Raketenwerfer. Und hier ist die rote Tür. Roten Schlüssel haben wir. Ach, hier waren die ganzen Jungs. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist schon das Ende. Das ging ja fix. Hm. Ah, doch nicht das Ende. Was war das denn hier? Naja, fast das Ende. Gut, also hier ist nichts mehr zu holen. Ich glaube, hier haben wir alles abgegrast. Und den machen wir mal so. Und das war's dann auch schon. Achtung, Bilanz ziehen. 100%, also da kann man jetzt ja nun echt nichts sagen. 25%, na gut, das ist so ein bisschen, tja, ein bisschen geht so, ne? Ja, ich muss mal gucken, wie lange dieses Let's Play geworden ist. Vielleicht hänge ich gleich noch ein zweites hinterdrein, das muss ich nochmal sehen. Wenn nicht, sehen wir uns zum nächsten Mal. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Herzlich willkommen zurück. Wurde ja schon gleich beschossen als allererstes. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was geht ja hier los? Oh, mal gucken. Hier ist ein Warpfeld. Das ist schon mal gut zu wissen. Ein umgedrehtes Kreuz ist ja auch irgendwie. Das leuchtet, ne? Das ist gar nicht. Einfach nur als stilisiertes Kreuz ist das eher zu sehen. Früher waren es ja immer Fensteröffnungen, aber das scheinen ja.
Na, ich weiß nicht. Der lange Strich ist jedenfalls keine Öffnung. Die anderen kann ich so nicht erkennen. Okay, gucken wir weiter. Ja, das haben wir auch gesehen. Da ist auch noch eins. Das braucht mehr als einen Schuss. Da. Okay, das sieht doch gut aus. Wir haben 400 Schuss. Und denke ich, könnte man auch mal das Maschinengewehr einsetzen. Das ist ja dann auch mal möglich. Also das hier erinnert mich wirklich an die alten. Also sowas von. Ja. Wen haben wir hier denn? Einen roten Punkt. Beziehungsweise roten Matsch. Was ist das denn? Hier ist genau das gleiche drin, was in jedem Fall nicht besonders frisch aussieht. Hier dürften wir gleich wieder zum Anfang kommen. Ja. Und da vorne ist dann ja das Wurpfeld. Machen wir rein. Jetzt haben wir uns eine Stufe nach oben bewegt. Ich hatte das Gefühl, dass jedes Level so ein eigenes Thema hat. Also wir hatten ja mal eins mit diesen HR-Giga-Bildern. Also im weitesten Sinne. Das hier scheint jetzt eher ein bisschen satanistisch angehaucht zu sein. Mit den umgedrehten Kreuzen und so. Das ist übrigens die blaue Tür, wie ich gerade festgestellt habe. Oh, das ist aber schön. Naja. Ah ja. Okay. Hilft noch nicht, wirklich. Da oben ist auch ein schönes Feld. Was macht das? Nix. Vielleicht hat sich jetzt ja was geändert in dem kleinen, was immer das hier sein mag. Und? Nö. Die Stangen sind immer noch da. Die Holzstangen, die Holzbohlen. Hier haben wir gedrückt drauf. Hier. Was ist das? Ich glaube, hier ist echt mal neu. Na. Ah. Hier ist wieder das umgedrehte Kreuz. Ich glaube, es ist ein anderes als das, was wir zuerst gesehen haben. Der hier ist auch tot und hier ist was zum Runterfahren. Auch wieder verschlossen. Hier ist auch nichts. Auch verschlossen. Alles verschlossen, ja. Hier geht's denn. Hm. Da möchte irgendjemand etwas verteilen. Hier kommen wir noch nicht hin. Oh, was ist das denn? Das ist ein Geheimgang? Nee. Oh, naja doch, ein bisschen. Der geheime Gang zur blauen Tür. Die haben wir doch eben schon gesehen gehabt. Allerdings habe ich nicht mehr die geringste Ahnung, wo das gewesen ist. Da-da! Oh, das ist jetzt wirklich echt Augenkrebs, ne? Also von hier, das sieht ja eigentlich alles ganz okay aus, finde ich. Gut, zu nah rangehen sollte man jetzt auch nicht. Aber so mal weiter weg ist, ist okay, finde ich. Und dann jetzt hier, das ist ja wirklich echt wie Augenkrebs. Na gut. Also ich muss ehrlich sagen, das Maschinengewehr gefällt mir ja nicht so gut. Ich nehme an, dass es genauso ist, wie das in der alten Doom-Version. Gelben Schlüssel. Aber... Was war das? Das war's aufgegangen? Ah. Oh, schön. Oh, ist noch was aufgegangen? Ich habe auch noch was gedrückt, habe ich gar nicht gesehen. Achso, nee, gelben Schlüssel haben wir immer noch nicht. Ah, jetzt können wir hier die Treppe hochgehen. Gut, ich wusste nicht, dass wir da überhaupt Treppe für gebraucht haben hätten. Oh, das ist schon so ein bisschen gruselig, ne? Man geht hier irgendwas auf und zu und das wieder so ein Vampir. Der bewegt sich. Und? Ach da? Ja. Aber mehr hat er, glaube ich, nicht an Funktion. Blaue Tür. Schalter haben wir gedrückt. Den gelben Schlüssel haben wir immer noch nicht. Hm. Okay. Vielleicht hat sich hier was verändert. Ja. Das war's. So, hier haben wir auch Matschepampe erzeugt. Hier ist so ein schöner. Ich
könnte mir fast vorstellen, man könnte. Kann man da hinrennen? Wenn das hier weg wäre, meine ich? Nee. Also jetzt jedenfalls. Jetzt sind wir einfach nur eine Stufe höher. Und haben wieder irgendetwas bewegt. Ah. Also ich vermute mal. Schafft man das? Rüberrennen, meine ich. Mal gucken, was passiert ist. Aber ich denke mal, das soll es jetzt sein. Okay. Da ist jedenfalls. Was ist das? Eine rote Kugel, die. Ich weiß nicht, die sich bewegt, wo innere Schlieren drin sind oder. Ich hab keine Ahnung. So, ich versuch's mal hier, ob es klappt. Kann's mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, brauchen wir auch gar nicht. Muss ich mir auch gar nicht vorstellen. Da ist ja. Muss ich nur dahin springen. Achso. Okay, ja. Ach. Aha. Ne. Soll das zu schaffen sein? Ich meine, ich bin jetzt gelaufen, also so ist es nicht. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also das ist. Da müsste irgendwas hochgehen oder so. Irgend so ein Gang. Nee, also. Nö. Vielleicht ist da auch noch ein Schalter. Den habe ich, glaube ich, übersehen auf der anderen Seite. Komm mal hin. Also ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich geil gemacht mit diesem. Mit diesem Gewitter, was immer da ist und diesen Wolken jetzt. Ah! Das war's. Da, Blitz und Donner gibt's auch. Nur Regen gibt's nicht. Das haben sie, glaube ich, damals noch nicht hingekriegt. Wobei ich entsinne mich, dass ich mal früher Akuchi auf der PlayStation 1 gespielt habe. Und da gab es tatsächlich schon Regen. Und da ist jetzt eine Treppe, also wollen wir beim Springen. Na, das ist ja zeitlich. Ja, ich glaube, Akuchi kam 98 oder so raus und das hier kam ja 97 raus. Ist ja ähnlich. Noch einer hier? Nein. Mir fällt auf, dass ich diese Waffe hier, na eine weiter, diese hier, eigentlich gar nicht benutze. Ja. Da hat irgendjemand irgendwas Böses gesagt. Jo. Das können wir doch nicht so auf uns sitzen lassen, oder? Uff. Guck mal hier jetzt vielleicht ran. Also hier hat sich jetzt noch nichts verändert. Außer, dass wir gerade irgendwoher beschossen wurden. Aber gut. Blaue Tür, das ist alles erledigt. Suchen wir eigentlich die orangen. Was ist da? Da läuft was jetzt längs. Okay, vielleicht müssen wir da nachher mal gucken. Upp. Okay. Hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass man hier hoch kann? Kleinkram rum. Ich weiß nicht, meistens ist es ja so, wenn hier irgendwas rumläuft, dann hat sich irgendwas verändert, ist eine Tür aufgegangen oder ähnliches. Wurde schon wieder beschossen. Gut, ich gebe zu. Dass es eine Verschwendung ist, diese Viecher. Aber. Nee, hier ist weiter. Hier ist einfach nichts. Also hier unten ist definitiv nichts. Ich weiß nicht, ob man das hört über den Lautsprecher, dieses leise Surren hier von diesem
von dieser Waffe. Das klingt eigentlich sehr angenehm. Das ist gut gemacht. Also ich finde die Waffe jedenfalls erheblich besser als die Waffe Nummer 6, habe ich sie damals immer genannt, von dem Original Doom 1 und 2. Das war irgendwie... Also das ist jetzt hier jedenfalls ein schönes Ding. Erinnert mich auch wieder ein bisschen sehr an Quake. Gut. Hier ist also nichts zu holen. Dann sind wir nochmal wieder oben unterwegs. Jojo. Ich nehme an, dass wir hier noch nicht fertig sind. Ach, das ist ja ulkig. Ich habe bei eben den... Oder vielmehr einen orangenen Totenkopf aufgenommen. Und hier angezeigt wird da also roter Totenkopf. Also könnte das hier jetzt vielleicht offen sein? Nö. Irgendwie müssten wir jetzt mal irgendwie weiterkommen. Vielleicht doch die blaue Tür. Mit dem Augenkrebs. Ah. Ah. Das konnten wir vorher noch nicht machen. Gedrückt ist. Und weiter geht's. Der ist ja schon vorher hingefallen. Die nächste Tür geht auf. Kann man auch leicht welche vergessen. Hier waren wir schon. Ah. Hier haben wir, glaube ich, auch den orangenen oder roten Schlüssel, je nachdem, wie man es sehen will. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Also ich drücke hier erstmal drauf. Ach so, partielle Unsichtbarkeit. Ja. Was jetzt? Was jetzt? Hier kann man auch hin. Ich will mal die Karte befragen. Vielleicht finden wir ja irgendetwas, was uns hilft. Also gewesen sind wir jetzt hier eigentlich schon überall. Ich denke mal, das Geheimnis wird sich jetzt, oder der weitere Ablauf, wird sich jetzt im Inneren des Levels vollziehen. Also hier mit dem großen Ding. Ach! Ach nee. Aha, okay. Wir haben mal noch eine etwas größere Waffe. Das ist jetzt aber ein bisschen alter Schwede. So schnell raus hier. Aha. %61. Gut, das hat ordentlich Energie gekostet. Ah, Schluss. Ja, ich muss auch so ein bisschen sagen, ich bin so ein bisschen von der Art der Schwierigkeitsstufe enttäuscht. Also die ich vorher gemacht hatte, die war eindeutig zu schwer, also zumindest für mich. Und diese hier, nun ja, die passt ein bisschen leicht. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen anpasst. Na, kommt doch. Aber ansonsten finde ich das Spiel sehr geil. Oh, war noch nicht alles. Ich vermute mal, einen Schwierigkeitspunkt höher wären hier nochmal drei Cyberdämons dazugekommen, oder wie immer sich die Dinger hier nennen mögen. Okay. Was ist das denn? Hallo? Was ist das denn? Ja. Zwischenspeichern. Was ist das denn? Es gibt noch eine Waffe extra. Oh. Ich bin überrascht. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet.
Kann man hier vielleicht noch weiter machen? Ich weiß auch gar nicht, womit die eigentlich befüllt wird. Ah, das war doch das Exit, oder nicht? Hier steht doch Exit. Stand das doch drauf, oder? Augenblick, was ist denn da hinten? Oh. Da ist der gelbe Schlüssel. Ah, alles klar. Den habe ich gar nicht gesehen eben. Auf die andere Seite. Weiß nicht, kommen wir hier hin oder müssen wir da hin? Der gelbe Schlüssel ist genau hier. Okay, ich denke, wir kommen hier einfach hier hoch. Ja, mal gucken, was diese Waffe so an Schaden anrichtet. Tatsächlich, da ist er. Der gelbe Schlüssel. Ja, die Sache ist nur die. Ich weiß gar nicht, wo wir ihn reintun wollen. Oh Gott, wie viele Waffen hat das denn? Ne, macht er nicht. Also einen Schalter sehe ich immer noch. Das ist hier. Ran. Nö. Ich versuch's noch mal hier. Hier waren wir ja schon. Haben wir noch was aufgesammelt. Hier ist jedenfalls nichts mehr. Hier auch nicht. Muss man noch mal draufdrücken vielleicht. Ne? Also die lassen, die machen das aber auch kompliziert hier. Wieder Richtung Augenkrebs. Ah, hier war die gelbe Tür. Stimmt, die haben wir ja schon relativ früh gesehen. Vergesse ich natürlich sofort wieder. Ich werde mal die neue Waffe mal ausprobieren. Der geht dann noch nach oben. Und dann wahrscheinlich noch mal nach oben, ne? Nicht? Macht er nicht? Macht er nicht? Hm. Hatte ich jetzt eigentlich so gedacht. Hm. Na gut, dann denke ich mal, müssen wir wohl dahin. Wobei ich das jetzt nicht so ganz verstehe. Ich meine, wenn wir da drauf springen, dann geht der eigentlich nur nach unten. Hm. Komisch. Na gut, wir werden es herausfinden. Hier nach oben, hier hoch und hier ist es dann, glaube ich, gewesen, ne? Oder wo war das denn? Okay, ein weiter noch. Waren wir hier schon? Ja. Hier waren wir auch schon. Ah, genau, hier ist es ja. Also gut, gucken wir uns das mal genau an. Er geht jetzt nach oben. Ah, ach so. Ich bin mal gemein, ich speichere mal zwischen. Och nö, ne? Och nö. Wieder zurück. Geht das, reicht das hier schon? Vielleicht reicht das hier schon für irgendwas. Nein. Leider nicht. Kann man mal irgendwo zwischendurch hier hochkommen? Also man kommt tatsächlich dort nur hin, wenn man hier drauf springt. Es müsste mit Rennen machbar sein. Müsste. Müsste, könnte, möglicherweise. Aber natürlich auch blöd, hier jetzt jedes Mal längst zu rennen. Hm.
Also wenn ich jetzt hier hinrenne, könnte ich... Ja, aber renne ich denn dann wirklich da? Ich versuch's einfach mal. Nochmal. Zu spät. Oh. Es geht. Alles klar. War sogar relativ einfach. Da ist was aufgegangen. Aha. Naja. Gut. Das war jetzt irgendwie... Nur so mittelgut. Gut, gucken wir, wie der Stand ist. Und dann heißt es Feierabend für die Nutzer. 96%, okay. Kann ich leben, 89. Oh, das ist gut. Das ist nicht wirklich gut. Gut, dann sehen wir uns zum nächsten Let's Play. Tschüss, euer Thomas Sicheschmied.